Test 1, 2, 3, mal aufgenommen. Das ist hier MP3, High-End-Technik für mich, ganz was Neues. Und da hinten ist noch mehr neue Technik, da wird das dann auf Video aufgenommen. Ne? Aber ich habe extra die Haare, ne, letzte Woche schneiden lassen, dann klappt das hoffentlich. Jörg fehlt noch, ne? Oder? Okay, gut. Ja, umso besser. Je weniger Leute, desto mehr Fragen, ne? Desto mehr können wir nachher praktisch ausprobieren. Ja, erstmal herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Rothe. Heiße alle willkommen bei der Firma Netzweise. Danke auch an Holger, dass er die Kosten und Mühen nicht gescheut hat, mich hier einzuladen. Ja, und wir haben geplant, dass wir so in den nächsten 2,5 Stunden mit einer kleinen Pause von 10 Minuten, eine Viertelstunde uns ein bisschen mit Exchange Server 2013 beschäftigen, dem aktuellen Microsoft Messaging-Produkt, mit dem man ganz viele tolle Mails verschicken kann und auch vielleicht ein paar andere Sachen und neue Sachen machen kann, die mit Exchange 2010 noch nicht funktioniert haben. Die Frage gleich vorab, wer hat sich schon mal mit Exchange 2013 beschäftigt? Das ist gut, das war meine Hoffnung, ne? Wenn jetzt alle sagen, ich habe da schon installiert, habe ein paar Migrationsprobleme und wie geht denn das? Ne? Hätte ich gesagt, okay, ich muss mal auf Toilette, aber so ist das dann wesentlich besser. Aber jetzt kommt die Frage, wer sich mit Exchange 2010 schon mal beschäftigt hat. Ja, wunderbar. Ja, okay, gut, dann frage ich nach 2007, 2003, 2000 und 2005 und so erstmal nicht. Ja, was sind die Erwartungen an Exchange 2013? Habt ihr euch, ich hoffe, das mit dem Du ist okay, die meisten kenne ich, die ich nicht kenne, würde ich jetzt gerne das Du anbieten. Wenn es Probleme damit gibt, bin ich Herr Grote, sonst bin ich Marc. Ja, so Erwartungen an Exchange 2013. Habt ihr euch schon mal mit den Systemvoraussetzungen beschäftigt? Habt ihr schon mal nachgeguckt, was Exchange 2013 so an Neuerungen hat? Oder warum macht es Sinn, vielleicht auf Exchange 2013 zu gehen? Noch nicht? Gut, das passt. Das können wir uns nämlich angucken. Warum und was da so alles Tolles, Neues ist. Wer ich bin, lasse ich mal weg. Holger teilt vielleicht die Folien irgendwann später nochmal aus, dann könnt ihr nachgucken, wer ich bin oder was ich bin. Gehen wir zur Agenda. Man sieht schon ein bisschen vielleicht, es kommt noch so ein neues Windows 8-Style. Ne? Ich habe so ein Style-Sheet verwendet für Windows 8. Ja, das heißt, wir wollen uns ein bisschen beschäftigen mit den Neuerungen Exchange Server 2013. Die Exchange Server Komponenten im Zusammenspiel, ein ganz wichtiger Punkt, wir werden das nachher feststellen. Exchange Server 2013 hat nicht mehr dieses 4-Rollen- oder 5-Rollen-Konzept, wie man das von Exchange 2010 her kennt, sondern Microsoft hat das Ganze auf 2 Rollen reduziert. Die Client Access Server Rolle und die Mailbox Server Rolle. Welche Vor- und Nachteile das hat, werden wir uns dann später noch angucken. Und die dritte Rolle, wer sie schon mal im Einsatz hat, die Edge Transport Server Rolle, also die Messaging-Hygiene, Spam-Filtering und SMTP-Relay durchführt, die gibt es in Exchange 2013 nicht mehr. Da kann man aber was machen. Man nimmt einfach einen Exchange 2010-Server, stellt den in die DMZ und der macht dann SMTP-Relay und Antivirus und Hygiene. Könnte eventuell daran liegen, dass Microsoft das Exchange Server 2013 aus meiner Sicht zu früh rausgebracht hat, wegen dieser Office 13 Wave, ne, also Office 2013, SharePoint 2013, sodass sie vielleicht noch nicht ganz so weit waren, wie sie eigentlich sein wollten. Dass sie noch nicht wirklich so weit waren, wie sie sein sollten, sehen wir nachher, wenn wir uns angucken, was es jetzt schon so an Rollups und Service Packs und Erweiterungen gibt von Exchange Server 2013. Gut, dann ein bisschen Exchange Administration. Diese blöde Management-Konsole ist weg. Die Exchange Management-Konsole ist weg, alles Web-Oberfläche. Hat einen riesen Vorteil. Man muss nicht mehr bei jeder Exchange-Versionsinstallation das entsprechende Service Pack oder Rollup mit installieren auf dem Client. Bestimmt schon mal gehabt, ne? Auf dem Exchange installiere ich Rollup 5, dann öffne ich meine Konsole auf dem Client und der sagt mir, Version Mismatch, ne? Version 4711 geht nicht mit 4712. Webinterface, prima, alles toll und ist sogar relativ schnell, finde ich, im Vergleich zu der Exchange Management Konsole, wenn man die von früher her kennt. Ja, dann so ein bisschen das Thema Exchange-Anbindung für mobile Geräte. Mobil meine ich jetzt nicht nur das iPhone, sondern auch das Windows Phone. Damit meine ich auch vielleicht ein Windows RT, also ein Tablet-PC oder von mir aus auch ein iPad. Alles, was so an mobilen Geräten angeht. Viele Änderungen gibt es da nicht, aber sind ein paar ganz nette Kleinigkeiten dazugekommen. Und dann der wichtigste Part für Microsoft, um natürlich wieder das Geschäft anzukurbeln, ein bisschen Umsatz oder Gewinn zu generieren. Wie migriere ich denn von Exchange 2010 zu Exchange 2013? Oder wie migriere ich denn von Exchange 2007 zu 2013? Von 2003 zu 2013 geht nicht. Ich muss erst auf 2007 mit Service Pack 3 und ein paar Updates
Und ja, was ist da zu tun? Wie kriege ich es überhaupt hin, dass meine schöne existierende Exchange 2010-Umgebung auf Exchange 2013 migriert wird? Das ist so Bestandteil dessen, was ich euch zeigen wollte. Nur die Migration werden wir uns nicht live angucken. Ne? Würde ein bisschen länger dauern. Nein, niemals. Aber der Klassiker, vorher eine Datensicherung durchführen, ne? Viel Kaffee trinken und ein paar noch nicht existierende oder falsch konfigurierte oder beschriebene Knowledge Base Artikel durchlesen und dann kann man auch migrieren. Ne? Dank Exchange 2013 Cumulative Update 1, was jetzt rausgekommen ist, kannst du jetzt endlich auch ein Exchange 2013 in eine bestehende Exchange 2010 Organisation installieren und dann so mit den mehr oder weniger bekannten Methoden Postfächer migrieren und öffentliche Ordner. Öffentliche Ordner gibt es auch noch, was ganz genial ist, kommen wir nachher zu, aber ich rede schon wieder viel zu viel. Ne? Sind noch mehr Neuerungen, als ich hier angeschrieben habe. Ne? Ich habe das erste Mal überlegt, die erste Exchange-Version, die neu ist, wo ich überlegt habe, was führe ich denn jetzt so an Änderungen auf? Wenn man so guckt, von 2003 auf 2007 oder von 2003 auf 2010, ist die Liste aus meiner Sicht seitenlang. Bei Exchange 2013 sind die Neuerungen aus meiner Sicht relativ übersichtlich. Mit der einzigen echt gravierendsten Änderung ist, dass es nur noch zwei Rollen gibt. Uns gleich an. Alte Rollen, wer es kennt, Hub Transport, Client Access Server, Mailbox Server Rolle, Unified Messaging Server Rolle und die Edge Transport Server Rolle, die haben sie jetzt quasi alle in zwei Rollen zusammengefasst. Es gibt nur noch die Client Access Server Rolle und die Mailbox Server Rolle. Die können weiterhin beliebig kombiniert werden, man kann sie weiterhin beliebig mit Lastenausgleich, Redundanz über NLB, Hardware Load Balancer, Software Load Balancer und ähnliches betreiben, aber grundsätzlich haben wir nur noch zwei Rollen. Ist schon mal okay. Wir haben eine neue Konsole, das Exchange Administrative Center. Das ist der Ersatz für die Microsoft Management Konsole, sprich für die EMC, das heißt jetzt EAC, Web Interface. Alles schön im Office-Style, werden wir sehen, ne? Also unbunt sozusagen. Es gibt kein CAS-Array mehr, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, war immer so eine Krux, ne? Wenn ich mehrere Client-Access-Server zusammenfassen will mit einem Hardware-Load-Balancer oder Software-Load-Balancer, musste ich immer ein Client-Access-Server-Array bauen, das Client-Access-Server Array hat dann mit in Verbindung mit dem Hardware und Software Load Balancer das Load Balancing der Client-Protokollanfragen durchgeführt. Das gibt es nicht mehr. Auch wenn die Dokumentation was anderes sagt. Ne? In der Dokumentation steht noch drin, oh, brauchst ein CAS-Array mit dem Befehl New Client Access Array, baust du dir eins und gehst du auf die Management-Konsole, startest da die PowerShell und gibst dann einen New Client Tab und suchst dann Client Access Array und findest es nicht. Stellst dann irgendwie fest, okay, man braucht es dann doch nicht mehr. Funktioniert also auch ohne dieses Client Access Array. Anti-Malware. Microsoft hat vor ungefähr einem Jahr die Hälfte der Microsoft Forefront-Produktpalette abgekündigt. Ein Produkt hieß Forefront Protection für Exchange, um halt den Exchange-Server zu schützen. Das ist weg. Das Produkt gibt es nicht mehr. Wer jetzt Anti-Malware einsetzen will, nimmt Cloud-basierte, Host-basierte Lösungen. Früher hieß es FOPI, Forefront Online Protection. Jetzt heißt es FOE, Forefront Online Exchange Protection, irgendwas in der Richtung. Wem das zu viel ist, der kann auch Anti-Malware direkt auf dem Exchange-Server betreiben. Die Exchange GUI, die wir uns nachher angucken, hat drei Einstellmöglichkeiten für Anti-Malware-Funktionalitäten. Nimm die Mail an, nimm sie nicht an und informier den Absender, dass sie nicht angenommen wurde oder informier den Absender nicht, dass sie nicht angenommen wurde. Das sind die Anti-Malware-Funktionalitäten, die da jetzt mit drin sind. Soll nicht sarkastisch klingen, ist aber der Fall. Ganz wichtig, mehr Compliance. Ne? Wird immer wichtiger. Compliance bedeutet, was mache ich mit sensitiven Mails? Marc Rothe sitzt gerade in seinem Büro, ist gefrustet über die 6.000 Euro Gehalt, die er im Monat kriegt, ist viel zu wenig und verschickt jetzt wichtige Daten mit geheimen Dokumenten nach draußen. Kann ich mit Exchange 2013 wesentlich einfacher verhindern. Compliance-Möglichkeiten mit Journal Rules, mit der Integration in Rights Management Services und ähnliches. Da haben sie relativ viel Augenmerk drauf gelegt an der Stelle. Das fällt unter dem Begriff mehr Compliance. Auto-Web-Access kann offline genutzt werden. Cool. Ne? Bisher das Problem, was mache ich, wenn ich offline meine Mails haben will? Ich brauche einen Outlook, was über RPC, über HTTPS oder Outlook Anywhere angebunden ist. Da habe ich dann eine OSD-Datei, wo der komplette Inhalt meines Postfachs zwischengespeichert wird. Das geht jetzt auch mit Over. Mit einem unterstützten Browser, aktueller Firefox, aktueller Safari, aktueller Internet Explorer, die haben Funktionalitäten, und da handelt es sich mehr um Browser-Funktionalitäten, die es mir ermöglichen, dass ich Over auch offline nutzen kann. Dann sitze ich im Zug,
Cloud-freie Zone nenne ich den Zug immer. Da starte ich dann meinen PC, öffne meinen Internet Explorer in der aktuellen Version und kann dann OWA auch offline nutzen. Kann Mails senden, verschicken und so weiter. Habe auch meine globale Adressliste und Co. offline verfügbar. Und wenn der sich irgendwie mal wieder in einer nicht cloudfreien Zone befindet, synchronisiert er sich wieder automatisch mit meinem Exchange-Server. Ist aber eigentlich mehr eine Funktionalität des Browsers als eine reine Exchange-Funktionalität. Ja, und vieles mehr lasse ich mal offen. Ne? Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, variiere ich dann immer. Ne? Wenn ich feststelle, keine Zeit, dann zeige ich weniger. Und wenn wir noch mehr Zeit haben, zeige ich ein bisschen mehr. Gut. Infrastruktur. Deswegen war ich auch schon eine Stunde vorher da. Ich habe einmal einen Exchange-Server 2013 mitgebracht und einen Exchange-Server 2010. Beide Exchange-Server befinden sich in der gleichen Active Directory-Gesamtstruktur. Sprich, wir haben so ein Szenario, wo wir eine Mischumgebung haben, die ich auch so schon konfiguriert habe, dass ich da eine Migration durchgeführt habe von Postfächern, öffentlichen Ordnern und Systemeinstellungen auf die 2013-Umgebung. Falls der eine oder andere Fragen hat, können wir uns das mal angucken. Wir haben so einen ordinären alten Domain-Controller mit Windows 2008 R2 und einen topmodernen Windows 8 Client mit einem aktuell installierten Outlook 2013. Das wäre so die Testumgebung, die ich habe, um euch zu zeigen, was sich denn da so an Neuerungen ergeben hat. Ja, Evolution. Ich war nicht da, aber von dem glaube ich mir immer ganz gerne was, weil der hat ganz viel Ahnung, der Scott Schnoll. Ist schon seit er ungefähr so groß ist Exchange-Fan und Exchange-Administrator, Exchange-Guru bei Microsoft. Von dem habe ich so ein paar Folien geklaut ohne seine Genehmigung, aber das muss er nicht wissen an der Stelle. Deswegen hat er das hier genannt Evolution. Wir reden hier von Exchange 2000 und 2003. Hier gibt es viele verschiedene Exchange-Server. Da gab es auch schon zwei Rollen. Es gab einen Frontend-Server und einen Backend-Server. Standardmäßig war jeder Exchange-Server 2003, den ich installiert habe, quasi ein Backend-Server. Und durch einen unscheinbaren Button in dem Exchange System Manager konnte ich sagen, das ist ein Frontend-Server. Danach funktionierte das aber immer noch nicht. Dann habe ich dieses 100-seitige Whitepaper von Microsoft gelesen, wie ich aus einem Backend-Server einen Frontend-Server mache. Und dann hat der Frontend-Server die ganzen Client-Anfragen angenommen, hat sie weitergeleitet in den Backend-Server. Der Backend-Server hostete die Public Folder Database und die Mailbox Database. Das war so Exchange 2003. Mit Exchange 2007 kam so das erste Mal das Prinzip auf, wir haben einen Client Access Server, wir haben einen HT, einen Hub Transport Server und wir haben eine oder mehrere Mailbox Server. Separieren der Rollen für einfaches Deployment, also sprich einfache Einrichtung, einfache Distribution der Rollen, sodass man entscheiden kann, was hätte ich denn gern. Alle vier Rollen auf einem Server, verteilt auf 20 Server oder verteilt auf 60 Server. Support for cheaper storage, da scheinen sie immer noch sehr starkes Augenmerk drauf zu legen. Das heißt, ich brauchte nicht die teuren SAN-Festplatten mit SSD oder mit entsprechender Fiber-Channel-Anbindung. Ich konnte es auch auf billigen Storage betreiben. Jo, dann kam Exchange Server 2010. Da haben sie sich erspart, hier CAS, Hub Transport und Mailbox Server zu schreiben. Sie haben einfach nur mehr draus gemacht. Ne? Durch ein etwas anderes Rollendesign, quasi mit den grundsätzlich gleichen Rollen wie bei Exchange 2007, aber etwas anderer technischer Funktionalität, haben sie dann unterschiedliche Hochverfügbarkeitslösungen eingebaut. Eine der Hochverfügbarkeitslösungen, die ihr vielleicht kennt, war die Einführung der DAC, Database Availability Group. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Exchange-Server. Jeder Exchange-Server hostet zwei Mailbox-Datenbanken und jede dieser Datenbanken wird nochmal dahin repliziert, dahin repliziert, dahin repliziert und dahin repliziert. Das nennt sich Database Availability Group. Fällt eine der Datenbanken aus oder eine der Server fällt aus, gibt es einen entsprechenden halbwegs intelligenten Mechanismus, der entscheidet, okay, dann nimmst du halt die Aufgabe. Das war so eine Neuerung in Exchange-Server 2010. Rich Management Experience using RBAC, Role-Based Access Control, rollenbasierte Zugriffssteuerung. Nicht ein Administrator darf alles, sondern ich habe die Rollen unterteilt. Mark Rothe war der Exchange-Organisationsadministrator, der durfte alles machen. Ne? Rudi war der Exchange-Empfänger-Administrator, der durfte Empfänger anlegen. Und Holger war der Hygiene-Administrator. Der heißt wirklich so, heißt Hygienemanagement auf Deutsch. Ne? Der durfte dann Anti-Spam konfigurieren, Antivirus konfigurieren und so ein bisschen mit Transportregeln rumbasteln, um bestimmte Mails, die man nicht haben möchte, entsprechend zu filtern.
Unterstützung für Hybrid-Deployments. Microsoft geht in die Cloud. Hybrid-Deployment heißt, ihr könnt jetzt mit Exchange Server 2010 und auch mit Exchange 2013 so Mischmasch fahren. Office 365. On-Premise heißt es ja so schön an der Stelle oder in der Cloud. Das heißt, ein Teil der Mailboxen liegen hier auf dem Exchange Server, ein Teil der Mailboxen liegen in der Cloud. Online-Zugriff dann auf die Cloud-Services oder halt durch eine entsprechende Firewall Zugriff auf die Services hier. Und dann kann man variabel steuern, wo sollen denn die Mailboxen liegen. Ne? Wartungszwecke kann man sich vorstellen. Ne? Eine kleinere Firma, 100 Mailboxen, will ihren Mailbox-Server warten, verschieben sie die 100 Mailboxen in die Cloud, warten ihren Mailbox-Server, schieben sie wieder zurück, wenn sie ein entsprechendes Agreement mit Microsoft haben und auch entsprechende Lizenzen bezahlt haben für so eine Office 365-Lizenz. Sei denn, man kriegt so umsonst wie Holger, ne? Der will mir immer wieder hunderte von Lizenzen schenken, ne? Wenn er sagt, hey, brauchst du noch welche? Ne? Ist doch so, oder? Millionen jetzt schon? Dann sprechen wir nochmal drüber. Meine Firma ist größer geworden. Ich habe jetzt expandiert. Gut. Ja, das ist so das Thema Exchange 2010. Ich denke mal, hier haben sich die meisten irgendwo wiedergefunden, ne? Ob nun HA-Solution oder nicht. Das haben wir dahingestellt. Client Access Server per NLB-Array, sprich CAS-Array oder Hardware-Load-Balancer. Deswegen auch hier Layer 7-Load-Balancing. Database Availability Group, um Verfügbarkeit einzurichten und ein paar andere Schnickschnacks. Ja, was kommt jetzt? Okay, gucken wir mal, was jetzt kommt. Review, vielleicht nochmal 5 Rollen in Exchange Server 2010. Klassischer Fall, hier steht ein externer SMTP-Server, hier steht hoffentlich noch ein Microsoft Forefront TMG, den sie auch abgekündigt haben, oder halt eine andere Firewall. Es gibt eine Form von Online Protection for Exchange, FOPI, was halt AV, AS und ähnliches durchführt. Hier steht der genannte Edge Transport Server, eine der 5 Rollen von Exchange Server 2010. Der ist idealerweise Mitglied einer Arbeitsgruppe, macht dann das Mail-Routing, Antivirus und Anti-Spam. Da steht nochmal ein TMG-Server oder was anderes. Dann geht es zu dem Hub Transport Server, die zweite Rolle in Exchange Server 2010. Der führt auch Routing innerhalb der Exchange-Organisation durch und macht policy-basiertes Management. Journal Rules, Transportregeln und steuert, wer darf nicht, an wen wird es weitergeleitet und ähnliches. Dann haben wir noch die dritte Rolle, Unified Messaging Rolle, UM, für Voicemail und Voice Access. Ne? Drücken Sie 1 für Posteingang, 2 für dies. Wenn Holger mir auf meinen AB quasselt, wird das als Wave-Datei bei mir in Posteingang abgelegt und ich kann dann abhorchen, was er wieder auf dem Herzen hat oder wenn wir uns mal wieder treffen vielleicht. Okay, weniger. Gut, dann haben wir die Mailbox-Server-Rolle, speichert Mailboxen und Public Folder. Okay. Und die fünfte Rolle, Client Access Server-Rolle. Client Access Server-Rolle ist die Rolle in Exchange Server 2010, die zuständig ist für Client-Zugriffe. IMAP, POP, SMTP, SMTP geht da oben hin, genau. OVA, RPC über HTTPS und ähnliches. Das ist alles weg. Ne? Jahrelang haben wir jetzt das Ganze gebaut, ne? Haben das alles schön konstruiert und schön gefeilt. Und jetzt kommen Sie zu Exchange 2013. Building Blocks. Es gibt ein Client Access Server, ein CAS Array. Das CAS Array sind die einzelnen Client Access Server, die Funktionalität entweder Hardware Load Balancing technisch oder Software Load Balancing technisch verteilen. Es gibt eine virtuelle IP-Adresse, die VIP, die nimmt die Anfragen entgegen, verteilt sie an die einzelnen Client Access Server. Wir haben weiterhin das Prinzip der DAG, Database Availability Group. Was ich erwähnt hatte, mehrere Datenbanken auf einem Server werden auf andere Exchange Server repliziert. Das ist weiterhin da, hat sich eigentlich prinzipiell auch nicht verändert. Es gibt ein paar Performance-Erweiterungen, das Reseeding, die Wiederherstellung von Daten und Co. ist wesentlich einfacher. Grundsätzliches Prinzip, aber das gleiche geblieben. Jo, dann haben wir von der Funktionalität her, muss man vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen, dass dieser Client Access Server, den es jetzt gibt, werden wir nachher sehen, der Client Access Sparmodus. Der Client Access Server in Exchange Server 2013, der arbeitet jetzt nicht mehr ganz so protokollnah, wie das in alten Exchange-Versionen der Fall war. In alten Exchange-Versionen führte dieser Client Access Server wirklich die Protokollkonvertierung durch, die Konvertierung der einzelnen Nachrichten. Er war zuständig für das Weiterleiten von Nachrichten, für das Aufteilen von Nachrichten an einzelne Empfänger, wenn man Verteilerlisten und ähnliches hatte. Der funktioniert jetzt eigentlich nur noch, wenn wir später auch sehen, so als Proxy-Server.
Das heißt, der nimmt einfach nur die Anfragen entgegen und leitet sie eigentlich stumpf weiter an den Mailbox-Server. Und der Mailbox-Server hat jetzt an den Exchange-Server 2013 wesentlich mehr zu tun. Was dazu führt, dass man in größeren Umgebungen ein Resizing seiner existierenden oder auch einer neu geplanten Umgebung durchführen muss. Es gibt bei Exchange Server 2010 eine riesengroße Excel-Tabelle, den Rule Calculator, wo man festlegt, was brauche ich an Hardware- und Softwareausstattung für einen Mailbox-Server, für einen Client-Access-Server, für einen Hub-Transport-Server. Das verlagert sich. Verlagert sich insofern, dass Microsoft jetzt vor einer Woche ein neues Kalkulationspaper rausgebracht hat, wie sich die Rollen verlagern. Also eine Firma, die früher gesagt hat, der Client-Access-Server hat am meisten zu tun gehabt, den hat man mit 32 GB RAM ausgestattet mit 83 CPUs. Das verlagert sich. Jetzt hat der Mailbox-Server wieder einiges mehr zu tun an der Stelle. Das heißt, eigentlich ist die Intelligenz bei Exchange Server 2013 liegt auf dem Mailbox-Server und nicht mehr auf dem Client-Access-Server. Der Client-Access-Server ist eigentlich nur so ein Stateless-Proxy, wie Microsoft das nennt, der Anfragen einfach stumpf weiterleitet an der Stelle. Vom Schaubild her sieht das weiterhin so aus wie bei den 5 Rollen. Wir haben hier mobile Geräte, die irgendwie darauf zugreifen, ein iPhone, ein Windows Phone, ein Webbrowser, ein Outlook-User, der per RPC über HTTPS oder Outlook Anywhere, wie es ja so schön heißt, seit einiger Zeit oder per SMTP darauf zugreift. Wir haben statt der Forefront Online Protection jetzt die Exchange Online Protection, EOP, die immer noch auf Forefront basiert, aber nicht mehr so heißt an der Stelle. Da Sie das Produkt noch nicht fertig gekriegt haben, steht hier in der DMZ ein Exchange 2010 Edge Transport Server. Meine persönliche Interpretation, ne, an der Stelle, vielleicht kommt da noch mal was, aber momentan braucht man halt noch einen Exchange 2010 Edge Transport Server, der macht dann Messaging, Routing, Hygiene und ähnliches. Ne. Wohl dem, der noch eine Lizenz hat dafür, ne, an der Stelle. Gibt aber auch Lizenzbestimmungen, das heißt, wenn du eine Exchange 2013 Lizenz hast, darfst du natürlich auch für die Exchange Edge Transport Server Rolle eine existierende 2013 Lizenz nehmen. Gut, wer das im Einsatz hat, braucht halt Exchange 2010. Dann geht es weiter an mein internes Netzwerk. Hier habe ich ein sogenanntes Layer 4 Load Balancing, also auf OSI-Modellebene Layer 4 das Load Balancing. Hier habe ich meinen Cassarray, meine einzelnen Client Access Server, die ich habe, bilden einen Verbund. Clients können darauf zugreifen. Entschuldigung, bin zu schwer. Und die Anfrage wird dann weitergeleitet an die Mailbox-Server, die sich idealerweise in einem Database Availability Group Hochverfügbarkeitscluster befinden, ne, um die Mailboxen und andere Sachen zu verteilen. Ja, grundsätzlich erstmal cool. Ne? Eine Firma, die neu anfängt, simpel, easy. So wie bei meinem Exchange-Server sind beide Rollen auf einer Maschine. Migrationsszenarien etwas aufwendiger. Ne? Eine Firma, die den Aufwand gehabt hat, mit 4 oder 8 Exchange-Servern die ganzen Rollen zu verteilen, die müssen jetzt auch mal überlegen, so ein Kärtchenspiel. Ne? Aus 2 mache ich 1, aus den 4 mache ich 2 oder aus den 4 mache ich auch nur 1. Ne? Hyper-V, Windows Server 2012, ne? Mit SCVMM machst du ein Template für Exchange und dann drückst du auf den Knopf und hast einen neuen Exchange-Server. Ne? Ja, mit dem System Center Orchestrator orchestrierst du das dann so, dass er automatisch daraus ein Cassarray baut und ein Database Availability Group Array, also alles easy. Gut, das so viel dazu. Ja, der Exchange 2013 Cast, bevor wir dann wirklich gleich mal uns live was angucken, muss eine Domain Joined Machine sein. Wenn ich keinen Exchange 2010 Edge Transport Server habe, hatte ich auch schon einen Kunden, der sich selbst eingelesen hat und eine Migration haben wollte und gesagt hat, wir wollen gerne einen Exchange 2013 CAS-Server in der DMZ haben, weil den Edge-Transport-Server gibt es ja nicht mehr. Dann nehmen wir einen CAS-Server. Dann war ich dann vor Ort bei dem Kunden und wir haben dann an dem Morgen noch mal ganz kurz so drüber gesprochen über die Rollen. Ich sage, ja, der Exchange 2013 CAS-Server, sage ich, der muss ja in die Domäne, ne? Wie in die Domäne? Den wollen wir in die DMZ stellen. Ich sage, ja, pff, kann man machen. Muss man nicht tun? Ja, was machen wir denn? Ich sage ja, Sie brauchen einen Exchange 2010 Edge Transport Server. Okay, ja, jetzt haben Sie ein anderes Produkt, ne? Was das da in der DMZ durchführt. Aber wichtig, Domain Join, sonst funktioniert nicht. Und das Ganze funktioniert einfach nur als Proxy. Stateless. Stateless bedeutet, wenn man es technisch das anguckt, wenn ein Client eine Verbindung mit einem Client Access Server herstellt, war das in Exchange 2010 so, dass die TCP-Session quasi fest verdrahtet auf diesem Client-Access-Server war. Fiel dieser Client-Access-Server aus,
hat der Client ja erst dann den Schwenk durchgeführt, wenn sein TCP-IP-Session entsprechend timeoutet. Das heißt, dann geht er zu dem zweiten Client-Access-Server. Bedeutet er im Outlook sehr häufig den Button, es konnte keine Verbindung mit dem Exchange-Server hergestellt werden. Das heißt, die Transitionszeichen des Failovers von einem Client-Access-Server auf den anderen Client-Access-Server dauerten wie lange? Eine Minute, 30 Sekunden, 40, 50, 60 Sekunden. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Warum, zeige ich euch nachher, wenn wir uns den Outlook-Client angucken. Da haben sie aus meiner Sicht was ganz Cooles gemacht. Jo, der selbst macht Client-Access-Protokolls, HTTP, IMAP, POP, die ganzen Webprotokolle. Er macht SMTP, das ist quasi der Hub-Transport-Server, ne? Früher Hub-Transport-Server, jetzt Client-Access-Server, der auch Hub-Transport-Server-Funktionalitäten hat. Und er spielt Unified Messaging Call Router. Also nimmt die Anrufe entgegen, leitet sie weiter und steuert die ganzen Komponenten, ne, an der Stelle. Jo. Und der ist halt, weil er als Proxy fungiert, kann er die ganzen Protokolle unterscheiden. Er weiß, was die Exchange Web Services Protokolle für HTTP-Konfiguration benötigen, was das OVA benötigt. Und der hat die entsprechende Logik, um als Proxy zu fungieren oder Anfragen zu redirecten. Können wir uns später nochmal angucken, wo der Unterschied ist zwischen Anfragen Proxyen und Anfragen Redirecten, sprich weiterleitende Anfragen an den Mailbox-Server. Wird ja kompliziert bei Exchange 2013. Ne? Ich habe ganz viele Database Availability Group-Server, die irgendeine Datenbank hosten, muss der Client Access-Server ja wissen, wo ist die aktuelle Datenbank bzw. das Postfach von dem User, auf welchem Exchange-Server liegt und auf welchem nicht. Das weiß der Client Access-Server, aber auch nur, weil er Active Directory fragt, das ist gleich geblieben, ne, an der Stelle. Ja, und der kann sogar, das haben sie auch elegant gelöst, wer sich schon mal mit Exchange 2010 und 2003 beschäftigt hat, in so einer Migrationsphase, wie kriege ich es hin, dass meine alten Postfächer von 2003 beim OVA-Aufruf auch auf den 2003 redirected werden und wie werden sie auf den Exchange 2010 redirected, das haben sie ein bisschen intelligenter gelöst. Man muss jetzt nicht mehr mit irgendwelchen externen URLs arbeiten und SAN-Zertifikate bauen, wo man einen Legacy-Namen mit drin hat, das ist etwas intelligenter und einfacher gelöst worden an der Stelle. Das wäre der Exchange 2013 Client Access Server und das sollten wir uns dann gleich mal live angucken. Protokolle hat sich eigentlich ja auch nichts geändert. Von der Technik ist es ein bisschen anders geworden. Die Protokolle sind die gleichen. Wir haben Outlook Web App, wir haben den Outlook Client, Exchange Active Sync, sprich iPhone, Windows Phone. Wir haben das Exchange Administrative Center, PowerShell weiterhin und noch verstärkter im Einsatz. POP, IMAP, wer das noch braucht, so Legacy. Mäßig und SMTP wird uns wahrscheinlich auch nie verlassen an der Stelle oder SIP-Protokoll für die Unified Messaging-Rolle. Hier existiert ein Load Balancer, Software Load Balancing oder Hardware Load Balancing. Microsoft geht immer mehr dazu über und sagt, nimmt einen Hardware Load Balancer. Deswegen hat die Firma Chem Technologies ja auch immer mehr Hardware Load Balancer auch im niedrigen Preissegment im Angebot und andere natürlich auch. Und hier läuft dann die Client Access Server Komponente. Auch wieder dargestellt durch den IIS in der aktuellen Version, wo dann die Unified Messaging-Komponenten SMTP, POP, IMAP, IIS, HTTP-Proxy fungiert und der mit den einzelnen Protokollen dann auf die Mailbox-Serverrolle zugreift. Das heißt, ein Client kontaktiert niemals die Mailbox-Serverrolle. Ein Client kontaktiert immer nur die Client-Access-Serverrolle, die macht Stateless-Proxy, leitet die Anfragen dann an den Mailbox-Server entsprechend weiter, der dann die ganzen Komponenten hier an der Stelle zur Verfügung stellt. Ne? Mail-Queue, Transport-Queue, die ganzen POP- und IMAP-Kommandos und die ganzen webbasierten Szenarien. Also Web-App, Exchange Active Sync, Exchange Web Services, Exchange Control Panel gibt es weiterhin noch. Heißt nur, wenn man es jetzt öffnet, Exchange Administrative Center und Offline-Adressbuch-Konfiguration. Also eigentlich nicht grundsätzlich anders, als es vorher der Fall war, nur ein Stückchen verteilt an der Stelle. Jo, können wir uns mal angucken. Starten wir mal oder steigen wir mal ein in dieses Exchange Administrative Center. Neue Verwaltungsoberfläche. Ich setze mich mal hin. Lang genug gestanden, die Füße werden langsam schwer. Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen direkt zum Exchange. Ne? Lassen wir mal so wirken. Erster Blick auf das Exchange Administrative Center. Ersatz für die Exchange Management Konsole. Ja. Habe ich ja gesagt, so unbunt, ne? Ja, ja. Richtig. Das ist also die neue Verwaltungsoberfläche, das Exchange Admin Center, EAC. Dem geübten Auge wird es auffallen, das heißt weiterhin ECP, Exchange Control Panel, so wie es auch in Exchange 2010 hieß, heißt aber jetzt Exchange
Admin Center. Und jetzt Achtung, ich klicke mal hier auf Permissions. Ist sofort da, ne? Ich war schon eine Stunde vorher da, habe hier schon, habe jede Seite schon einmal aufgerufen, dass die auch da ist. Ja, genau. Gut, hierüber mache ich, wenn ich denn nicht gerade PowerShell begeistert bin, die komplette Administration meines Exchange-Servers. Klicken wir mal so ein paar Sachen durch, dass man mal so einen Überblick bekommt. Wir fangen bei dem Wichtigsten an. Ne? Ohne die Recipients gibt es keine Exchange-Administratoren. Ohne die Recipients gibt es keine Consultants wie mich und keine Schulungscenter wie die Firma Netzweise. Ne? Das heißt, wir brauchen Empfänger. Die können wir hier weiterhin ganz nett konfigurieren. Man muss sich so ein bisschen gewöhnen an die neue Namensgebung, diese Symbole. Ne? Wenn ich hier auf Plus klicke, mache ich was Neues, eine neue Mailbox. Und dann fragt er mich, welchen Alias hättest du denn gern? Habe ich Holger schon? Ich glaube, Holger habe ich noch nicht verwendet. Ne? Wollen wir einen bestehenden Active Directory Benutzer als Recipient haben oder möchten wir gerne einen neuen User erstellen? Machen wir mal einen neuen User. Holger Voges. Jo. In welcher Organizational Unit wollen wir dich bauen? Du bist hier in der TMG User Group, so wie es sich gehört. Ne? Lock-on Name. Holger. Punkt. Voges. Neues Passwort. Save. Gut, das ist Holger. Jetzt hat er mich gar nicht gefragt, in welcher Datenbank hätte ich denn gerne angelegt, welche erweiterten Optionen hätte ich gerne für den User. Dann kann ich hier auf Edit klicken. Wähle den Holger aus, mache den Holger ein bisschen größer und dann habe ich hier die Informationen, die wir größtenteils schon selbst eingeben konnten. Ich habe hier noch More Options. Hier liegt seine Datenbank, kann Custom Attributes konfigurieren. Ich sehe, ja, hat sich noch nicht angemeldet. Ne? Holger Voges hat sich noch nicht angemeldet, deswegen kann er keine Infos zurückliefern. Sonst würde er euch hier gleich anzeigen, wie viele MBs oder Gigabytes von den 2 Gigabytes, die standardmäßig als Quota konfiguriert sind, habe ich denn schon genutzt. Ich kann Kontaktinformationen eingeben, E-Mail-Adressen, Mailbox-Features, Member-Off, Mail-Tipps konfigurieren, hat sich auch nicht groß was geändert an der Stelle und ja, eine Mailbox-Delegation einrichten. Ne? Wer hat das Recht Full Access, wer kann auf die Mailbox zugreifen, wer hat Send-on-Behalf-Recht oder wer darf auch wirklich senden als der Holger Voges. Grundsätzlich alles gleich geblieben, andere GUI, bisschen Look and Feel, größtenteils, denke ich mal, sind die meisten Konfigurationsoptionen hier an der Stelle gleich geblieben. Ne? Das ist der Aktualisieren-Button, hier kann man mit suchen und hier gibt es dann nochmal More. Hier kann ich dann den User deaktivieren, kann ihn zu einer anderen Mailbox connecten, kann erweiterte Suchfunktionen durchführen oder kann hier die Daten in ein CSV-File exportieren, um es weiter zu verarbeiten mit Excel oder ähnliches. Ne? So zieht sich das eigentlich komplett durch das Exchange Administrative Center durch. Das heißt, wir können weiterhin Gruppen anlegen. Bei den Gruppen hat sich auch nichts geändert. Wir können eine Verteilergruppe anlegen, eine Sicherheitsgruppe oder eine dynamische Verteilergruppe. Dann haben wir noch Ressourcen, Room Mailbox, Equipment Mailbox, beides gleich geblieben, ne, von der Funktionalität her für Ressourcenplanung und ähnliches. Wir können ein paar Kontakte bauen, wenn wir das gerne machen möchten. Und wir haben die Möglichkeit, eine Federated Sharing einzurichten, dass man zwischen 2 unterschiedlichen Exchange-Organisationen oder einer Exchange-Online-Organisation und einer On-Premise, sprich hier lokal installierten Exchange-Installationen, Shared Mailboxen einrichten kann. Migration klingt jetzt erstmal ziemlich spannend. Migration heißt aber nur, move meine User, die ich hier auswähle, zu einer anderen Datenbank, auf dem gleichen oder einem anderen Exchange-Server oder verschiebe sie zu einem anderen Forest. Forest ist gleichbedeutend mit anderer Exchange-Organisation. Das ist etwas einfacher und besser geworden. Wenn man insgesamt so einen Migrationsjob startet, hat sich einiges getan. Es gibt jetzt die Möglichkeit, sogenannte Batch-Moves zu machen. Sieht man hier vielleicht. Status for all Batch-Moves. Wenn ihr also Postfächer verschieben wollt, kann ich die alle schön aus meiner Liste auswählen, wähle da meine 20, 30, 40, 50 User aus, kann dann zeitgesteuert sagen, verschiebt die bitte zu dem und dem Zeitpunkt. Ihr könnt festlegen, wann und zu welchem Zeitpunkt der Job dann gestartet wird.
wann er abgebrochen wird, falls er vielleicht zu lange läuft. Und was ich ganz schick finde, ist, dass man sich vernünftigen Statusbericht einmal in dem Exchange Administrative Center anzeigen lassen kann oder halt per E-Mail-Benachrichtigung schicken kann. Ne? Das heißt, ich könnte jetzt 50 User verschieben, gehe in den Biergarten, trinke 5, 6 Bier und wenn ich dann die Mail noch lesen kann, kommt dann eine Mail, hey, 50 Mailboxen sind verschoben, alles ist gut. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Der grundsätzliche technische Prozess ist der gleiche. Andere GUI, ein paar mehr Gimmicks eingebaut mit ein bisschen mehr, ja, Kontrolle über den Verschiebeprozess an der Stelle. Permissions hat sich eigentlich auch nicht viel geändert. Es gibt weiterhin das RBAC, Role-Based Access Control. Ihr habt weiterhin die vordefinierten administrativen Rollen hier zur Verfügung, um jemanden zum Beispiel in das Hygienemanagement zu packen. Heuer war der Hygienemanagement Administrator, mich packen wir ins Organization Management und ähnliches. Das ist auch grundsätzlich gleich geblieben. Auto Web App Policies braucht man sich angucken, ist auch unverändert gegenüber Exchange 2010. Das heißt, da steuere ich, was schlussendlich an Auto Web App Funktionalitäten für die User angezeigt werden soll. Dürfen Sie Journal verwenden? Sollen Sie den Kalender sehen? Oder auch nicht. Eigentlich alles grundsätzlich gleich geblieben. Im Bereich Compliance Management gibt es ein paar nette Neuerungen, wenn man sich das mal einfach mal so von der Oberfläche her durchliest. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns alles anzugucken. Es gibt ein sogenanntes In-Place E-Discovery and Hold. Gab es eigentlich auch schon mit Exchange Server 2010. E-Discovery heißt, ihr als Exchange-Administratoren habt die Möglichkeit, alle Postfächer von allen Usern nach bestimmten Mails zu durchsuchen, nach bestimmten Kriterien zu durchsuchen, zu filtern, die dann da rauszuschieben. Ihr habt die Möglichkeit, ein sogenanntes On-Place Hold durchzuführen. Das heißt, man kann Mailboxen quasi einfrieren, dass diese Mailboxen nicht mehr verändert werden dürfen. Hat noch nichts mit der GDPU, das ist GDPU, glaube ich, zu tun, also sprich rechtssichere Archivierung. Aber man kann mit Exchange-Bordmitteln schon sagen, okay, der Mark Grote verlässt die Firma, jetzt frieren wir seine Mailbox mal ein, die ist unveränderbar. Ein Exchange-Administrator kann die nachträglich nicht mehr verändern, mal eben eine Mail rausziehen oder so. Ne? Oder wie ich es neulich bei einem Kunden hatte, der hat die Firma verlassen, er war der einzige Administrator an der Stelle und fragte, wie kriege ich das denn hin, meint er, wenn ich jetzt alle Mails habe ich jetzt aus meinem Outlook gelöscht, die Firma irgendwo vielleicht so ein bisschen in den Dreck ziehen. Was mache ich denn, wenn die Daten noch weiterhin irgendwo liegen, in einem Backup oder wenn sie noch weiterhin 30 Tage in der Exchange-Datenbank aufbewahrt werden? Sowas könnte man damit ein bisschen steuern und verhindern. Es gibt Auditing, gab es vorher auch schon, nur jetzt ein bisschen schicker und neuer. Im Bereich Auditing kann man einen Non-Owner Mailbox Access Report erstellen. Wer ist der Eigentümer einer Mailbox? Das bin ich. Jetzt habe ich Holger aber voll Zugriff auf meine Mailbox erteilt. Ne? Und möchte nicht wissen, wie viele Firmen es gibt, wo man gar nicht weiß, wer hat denn überhaupt voll Zugriff auf meine Mailbox. Kann ich hier einen Report fahren? Da geht die ganzen Exchange-Server durch. Mit einer neuen Search Engine, die heißt jetzt FAST, von SharePoint übernommen, habe ich gelesen zumindest, ohne dass ich mich auskenne. Geht dann die ganzen Mailboxen durch und ermittelt euch und sagt, hey, der hat voll Zugriff auf die Mailbox, der hat voll Zugriff auf die Mailbox und ähnliches. Und das zieht sich hier durch. Ne? Run an Administrator Role Group Report. Chef kommt an und sagt, wie viele Leute sind denn hier bei uns Exchange-Administratoren? Und sagst du, ja, nur ich. Lässt den Report laufen, dann sind es auch immer fünf, ne? Weil man irgendwann mal jemand mehr Rechte gegeben hat, als man das eigentlich tun wollte, zum Beispiel. Ja, Place Discovery und Hold Report kann ich jetzt wirklich durchsuchen der ganzen Mailboxen an der Stelle. Run a per Mailbox Litigation Hold Report kriege ich dann raus, welche Mailboxen sind quasi disabled worden für den normalen Zugriff an der Stelle. Ich kann komplett sämtliche Aktivitäten, das ging auch schon mit Exchange 2010, aber relativ aufwendig, sämtliche Exchange-administrativen Tätigkeiten, die ich über die PowerShell durchführe, die ich über das Exchange Administrative Center durchführe, werden in eine sogenannte Audit-Mailbox geschrieben. Diese Audit-Mailbox ist nicht veränderbar und wenn dann irgendeiner kommt, Datenschutzbeauftragter oder Revisor, wie auch immer, und sagt, zeigen Sie mir mal Ihre Audit-Mailbox, kann man in der Audit-Mailbox sämtliche Aktivitäten sehen, die die Administratoren auf der Exchange-Umgebung durchgeführt haben. Nichts mehr mit rausreden. Ne? Mal eben Vollzugriff auf die Mailbox des Chefs, um mal zu gucken, was er so gemacht hat. Ne? Und kriegt sowieso keiner mit. Wenn ich das da aktiviere, gut, ich kann es deaktivieren als Administrator, dann steht da sämtliche Exchange-Management-Shell-Befehle drin, die der durchgeführt hat. Und dann steht, ne, Grant Full Mailbox Access Mailbox Chef für Mark Rother an der Stelle.
Erstmal ein Backup, genau. Können ja einen Snapshot zurückspielen. Wir lassen den in Hyper-V laufen und dann spielen wir immer, wenn wir was gesucht haben, einen Snapshot zurück und dann ist alles wieder gut. Ne? Ja, frag mich, ich kenne mich mit Snapshots aus. Gut, der Rest. Du lässt also öfters was suchen. Wie bitte? Du lässt öfters was suchen. Ja, weißt du, wie mein Zahlungsdruck bei Kunden ist? Wenn ich beim Kunden war, baue ich da eine Zeitbombe ein, ne? Indem ich so per Scheduled Task so Snapshot zurückspielen plane. Und wenn der Kunde nach einem Monat dann immer noch nicht gezahlt hat, ne, dann schicke ich ihm eine Mail und ich sage, wenn Sie jetzt nicht zahlen, dann spiele ich einen Snapshot zurück. Ich sehe gerade, ich hatte mir... Okay. Wenn der Kunde sich lange nicht gemeldet hat. Stimmt, für Arbeitssorgen. Ja, da habe ich auch schon. Da habe ich auch Mittel und Wege, sollten wir uns aber unterhalten, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Ich habe gerade festgestellt, dass ihr mich wahrscheinlich nicht beauftragen werdet, irgendwas bei euch zu tun, aber ist egal, das passt schon. Gut, das kann man hier alles mit einrichten. Data Loss Prevention wäre diese Geschichte mit den Active Directory Rights Management Policies, Retention Policies und Retention Policy Tags sind so Funktionalitäten, die Exchange 2010 auch schon hatte, wo ich dann sagen kann, Mails, die älter sind als 180 Tage, schieb mir mal dahin. Schieb sie vielleicht auch in ein Archivpostfach, schieb sie vielleicht in ein Postfach, wo das E-Discovery und Hold konfiguriert ist. Jo, und Journal Rules selbst kennt ihr auch schon, kann ich halt sagen, wenn eine Mail von dem kommt, leite sie weiter an den oder an die Mailbox, archiviere es mir irgendwo. Das sind so die Sachen in dem Bereich. Nicht ganz unkomplex, das war jetzt mal eben in 3 Minuten erklärt, wie das so funktioniert. Technisch ist das schon etwas aufwendiger an der Stelle. Gut, alles will ich nicht durchklicken, ne? Aber eins muss ich zeigen. Eins muss ich zeigen. Das ist echt eine gravierende Neuerung, eine super tolle Neuerung. Wie bitte? Die auch, ja. Das war das Highlight auf der Szene. Ach so, okay. Ja. Und ja. Wir haben jetzt auch eine Win-Maps. Ja, ja. Man kann sich anzeigen lassen, was man da verbessern kann. Ja, richtig. Ja, also die Apps sind neu. Ne? Ihr könnt sowohl in Outlook 2013 als auch in Over, sprich Exchange 2013, Over, kann man jetzt Apps integrieren aus dem App Store. Ne? Wer so ein gelbes Phone da hat wie ich, also sprich so ein Windows Phone, da gibt es da so einen App Store, da kann ich mal meine Apps laden. Ne? Aber was mache ich denn, wenn ich nur ein Outlook habe oder ein Outlook Web Access? Dann will ich ja auch Apps haben. Ne? Dann kann ich als Administrator hier an der Stelle zentral Apps festlegen. Welche Apps stehen überhaupt zur Verfügung? Wer darf diese Apps nutzen? Alle Apps, die ich hier zur Verfügung stelle, kann ich auf Plus klicken, brauche eine Internetverbindung, also cloudfreie Zone in dem Fall geht jetzt gerade nicht. Gehe ich dann in den App Store und dann kann ich mir Apps runterladen. Monster.de, Facebook-App gibt es auch. Ne? Und was sehe ich dann im Outlook Web Access oder in meinem Outlook? Ich öffne den Kontakt von Holger und es interessiert mich eigentlich nicht die Bohne, was er gerade tut, aber er verlinkt mich dann mit Twitter, Facebook, LinkedIn und Co. Und dann sehe ich, dass Holger gerade irgendwas gemacht hat, was mich jetzt nicht interessiert, weil ich ihm nur eine Mail schicken will. Das ist die Idee hinter den Apps. Ne? Also Social Network Integration. Auch in Over funktioniert auch. Ne? Wenn ich in Over auf meinen Kontakt Marc Rothe klicke, sehe ich Marks Konterfei. Dann hätte ich einen Facebook-Account, würde ich dann auch noch sehen, dass ich gerade bei Layer 3, jetzt fange ich auch schon wieder an, ne? Hast du vorher erzählt, sorry, bei Netzweise bin, ne? An der Stelle. Das ist neu, ob das toll ist, sei mal dahingestellt, könnt ihr aber nutzen. Ne? Ihr steuert zentral, welche Apps dürfen überhaupt genutzt werden. Könnt dann hier in den Office Store, in den Outlook Store gehen und die Apps dann runterladen und dann hier festlegen, wer darauf zugreifen. Ne? Okay, hat auch funktioniert, habe ich schon mal ausprobiert. So mit LinkedIn und Twitter und Facebook kann man sich da komplett integrieren. Der Rest ist gleich geblieben. Ne? Adresslisten erstellen, wie man das gerne hätte. Ja, jetzt kommt das von mir genannte 3-Button-Szenario. Protection heißt Malware-Filter. Hier gibt es einen Default-Malware-Filter. Der heißt General. Und der hat Settings. Löschen. Löschen mit Text, löschen ohne Text und notifiziere doch den internen Empfänger oder den externen Absender oder informiere noch den Administrator. Und dann macht er Anti-Malware out of the box. Wie identifiziert er denn überhaupt Malware an der Stelle? Meinen Sie es technisch gesehen? Also
macht er das jetzt, hat er einen Virenscanner dahinter hängen? Ja, ist die gleiche Engine wie für die Forefront Endpoint Protection und für Microsoft Security Essentials. Also eigentlich ist es, wenn man so will, ist es eigentlich Forefront noch dahinter, ne? Nur halt absolut reduziert und limitiert an der Stelle. Holt sich in regelmäßigen Abständen Updates, ne? Die ihr nicht per Vesos bekommt, sondern aus dem Internet an der Stelle. Ne? Und also Nonsens, nicht ausreichend, ganz einfach. Anderes Produkt nehmen, Ironport oder wie sie alle heißen, oder von mir aus EOP, Exchange Online Protection, wer es haben will, die eingebauten Antivirus, Anti-Spam-Funktionalitäten, kann man vernachlässigen. Ne? Ist halt so wie bei Exchange 2003, ne? Wo man so ein paar Sachen setzen konnte, Filterabsender, die nicht im Active Directory sind und mach mir ein bisschen Sender-ID-Filterung, so richtig toll ist es nicht. Aber es ist halt da wahrscheinlich der hoffnungslose Versuch, durch den Wegfall der Forefront-Produktpalette doch rudimentär noch irgendwas zu bieten. In der Dokumentation steht auch drin, dass man das immer in Kombination mit was anderem nutzen sollte. Und da verweisen sie natürlich auf die Exchange Online Protection. Ne? Gut. Mayflow, da gehen wir, glaube ich, später nochmal drauf hin, wenn ich euch die kleine Access-Server-Rolle nochmal näher zeige. Da gibt es dann Receive-Konnektoren, Sende-Konnektoren, Mobile, gibt es weiterhin Mobile Device Access, hat sich so ein bisschen erweitert, man kann ein bisschen mehr suchen, man kann ein bisschen mehr mit den Devices tun, man kann, wenn wir hier mal gucken, Geräte erlauben, blockieren, Geräte in Quarantäne setzen, die man nicht explizit erlaubt hat und ähnliches, also da hat sich so ein bisschen was getan, ist noch nicht vergleichbar mit einer MDM-Lösung von Drittanbietern, aber so ein paar Sachen gibt es da schon, genauso wie die Mailbox Access Policies für die Devices. So, wenn man so guckt, wer es kennt, ist nicht wirklich anders. Ne? Brauchst ein Kennwort, musst das Device verschlüsseln und dann kann ich noch festlegen, wann es gewiped wird, also sprich resettet wird, das Device und ähnliches. Ne? Nicht wirklich viel anders, eigentlich alles gleich geblieben, nur mit neuem Look and Feel. Gut, Public Folder machen wir auch später. Public Folder gibt es weiterhin. Den gibt es doch gar nicht mehr. Ah, naja. Exchange 20.7 gab es die nicht mehr. Dann haben sie ein Service Pack dann wieder eingeführt, auch über die GUI und ne, vorher nur über die Management Shell. Und das ist eine separate Story, kommt eine separate Folie. Ist cool gelöst und auch ein Zeichen dafür, dass Microsoft an der Masse vorbei programmiert hat früher oder wollte, ne? Was öffentliche Ordner angeht. Gut, Unified Messaging überspringe ich mal, habe ich selbst, muss ich gestehen, noch nie live gesehen, weil alle Kunden, die ich habe, keine Unified Messaging von Exchange einsetzen, sondern von anderen Produkten, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen und es gibt auch wenig zu konfigurieren. Ich gebe mein Gateway an, konfiguriere meine Dial-Pläne und dann ist die Sache durch. Interessanter wird es hier nochmal im Bereich der Server. Hallo? Finde meinen zweiten Exchange-Server, der 10 cm neben dir steht. Okay. So, hier kann ich meinen Exchange-Server verwalten und hier taucht nicht der Exchange 2010 auf. Wir werden es nachher in der Exchange 2010-Konsole sehen, da taucht nicht der Exchange 2013 auf. Ja. Kann man mitleben, aber auf den ersten Blick wundert man sich dann vielleicht erstmal, ne, an der Stelle. Gut, ich kann Datenbanken konfigurieren und erstellen. Ich kann weiterhin die Database Availability Groups konfigurieren. Das hat sich auch nicht verändert gegenüber alten Versionen. Und, Hölle, die virtuellen Verzeichnisse. Virtual Directories, die bisher immer in jeder Exchange-Version seit 2007 so das Grauen waren für viele Administratoren, was so Zertifikate angeht, was interne Hostnamen angeht, was externe Hostnamen angeht, findet sich jetzt natürlich alles weiter hier in Exchange Server 2013. Wir haben Konfigurationsmöglichkeiten für das Autodiscover, sprich automatische Konfiguration von Mailboxen. Wir haben das ECP, das Exchange Control Panel, das Exchange Web Services, Microsoft Server Active Sync, Outlook Offline Adressbuch, Auto Web Access, PowerShell und ähnliches. Die ganzen virtuellen Verzeichnisse können hier konfiguriert werden. Interne URL, externe URL, Authentifizierungsverfahren
und Varianten an der Stelle. Und ich kann, wie bei Exchange 2010, da muss ich dann allerdings auf dieses Knarren-Ding da klicken. Configure External Access Domain, gebe meinen Client Access Server hier an der Stelle an. Da taucht er dann auf. Ne? Und dann kann ich hier meinen externen Domainnamen konfigurieren, was jetzt wieder entscheidend ist für meinen Reverse-Proxy, für die Firewall und für den Aufruf der entsprechenden Client Access Protokolle aus dem Internet an der Stelle. Jo, das ist erstmal so. Hier was Neues ist. Zertifikate haben so ein bisschen was Nettes Neues gemacht. Es wird weiterhin ein selbstsigniertes Zertifikat ausgestellt bei der Exchange-Installation. Das sehen wir hier, Microsoft Exchange, Status Valid. Aber der Beantragungsprozess von Zertifikaten gegenüber einer kommerziellen Zertifizierungsstelle oder gegenüber einer internen Microsoft-Zertifizierungsstelle ist ein Stückchen verbessert worden an der Stelle. Und es wird angezeigt, wann das Zertifikat expired. Und das Zertifikat, was kurz vorm Expiren ist, wird auch in der Windows-Ereignisanzeige in der entsprechenden Rubrik für den Exchange-Server angezeigt. Und man kann sich sogar eine E-Mail-Benachrichtigung einrichten lassen. Was bei mir jetzt dazu führt, dass ich weniger Consulting-Aufträge habe, weil ich bisher immer schon im Outlook-Kalender so drin hatte. Ne? Da läuft das Zertifikat ab, die werden sich jetzt melden. Was sie dann in der Regel auch getan haben. Das wird also jetzt einfacher. Die rufen also nicht mehr an und sagen, unser Exchange geht nicht mehr. Und dann gucke ich im Kalender und denke, vor einem Jahr warst du noch da. Oder vor zwei. Das wird jetzt wahrscheinlich etwas reduziert so an der Stelle. Aber Scherz beiseite, das hat sich so ein kleines bisschen geändert an der Stelle. Grundsätzlich muss man weiterhin aber wissen, was man da an der Stelle tut. Gut, dann sind wir eigentlich so ganz grob durch die GUI durch, sollte jetzt hier auch kein GUI-Hopping werden, um das alles zu zeigen. Der letzte Punkt, der da ist, ist das Hybrid-Deployment, was man mit Exchange Server 2010 und Service Pack 1 auch etwas besser eingeführt hat. Hier kann ich dieses Hybrid-Deployment einrichten, dass ich einen On-Premise Exchange Server habe, der hier lokal im Datacenter liegt und dann in Verbindung mit Office 365, je nachdem welchen Office 365 Plan ich habe, kann ich dann halt eine Koexistenz zwischen Mailboxen auf dem eigenen Exchange-System und zwischen Mailboxen in der Cloud irgendwo etablieren. Und das Schicke ist, dass halt diese Mailboxen in der Cloud und die lokalen Mailboxen fühlen sich optisch für den User so an, als wären sie alle auf einem Exchange-Server. Ich kann Besprechungsanfragen machen, ich kann meinen Abwesenheitsassistenten deaktivieren, aktivieren, ich habe komplette Funktionalität, egal wo ich bin an der Stelle. Das ist also ein relativ schickes Szenario, was man da mit etablieren kann. Und funktioniert auch ein Stück einfacher oder besser, zumindest das Grundsetup, so eine Redeployment einzurichten, als es bei Exchange 2010 der Fall war, wo man ja noch ein halber Studierter sein muss. Also ich fand es zumindest relativ schwer, so die ersten zwei, drei Male. Der grundsätzliche Assistent ist okay, aber der Rest ist dann relativ aufwendig. Gut, das wäre das Exchange Administrative Center. Wir werden da sicherlich nachher nochmal ein bisschen was uns im Detail angucken, aber so als Überblick. Jo, schnell, funktional. Die meisten Funktionalitäten sind da. Die restlichen Funktionalitäten, die fehlen, macht man weiterhin per PowerShell. Und ich persönlich finde es als Riesenvorteil, dass es jetzt eine Web-Oberfläche ist und ich nicht mehr die ganzen Konsolen ausrollen muss und bei den Konsolen immer sicherstellen muss, dass die in der Regel das gleiche Rollup oder das gleiche Service Pack installiert haben müssen wie der eigentliche Exchange-Server. Es gibt viele, die aber auch sagen, Exchange Administrative Center finden sie blöd, lasse ich mal dahingestellt. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das toll ist oder schlecht ist. Fragen bis dahin zum Exchange Administrative Center war jetzt nur ein ganz schneller Überblick. Die Prüfungsfragen kommen ganz zum Schluss. Wenn ich dann frage, in der fünften Zeile an der sechsten Stelle, wie beginnt der erste Buchstabe der Konsole? Nein, Fragen nicht dazu. Ist auch erstmal unspektakulär. Ja, klar. Wenn ich nach wie vor bei jedem Verzeichnis separat meine externe Domäne annehmen, kann ich aber in eine Rutsch. Man kann das, ging übrigens auch schon in Exchange 2010, habe ich glaube ich mit Service Pack 1 eingeführt, da kann ich auch in Exchange 2010 schon die Virtual Directories. Ich kann sie natürlich einzeln konfigurieren. Indem ich hier die ganzen Einstellungen durchführe. Ich kann aber auch hier das Häkchen auswählen und dann wird das für alle Verzeichnisse durchgeführt.
Bei Exchange 2010 ist das ein bisschen versteckt. Ich meine, es ist mit Service Pack 1 gekommen. Wenn ich da in der Server-Konfiguration bin und Client Access, habe ich ja hier leider immer durchzuklicken gehabt. Ne? Ich gehe um mein Over, sage intern, extern, gehe auf ECP. Das ist richtig schnell heute. Intern und extern. Dann kann ich aber auch hier da sagen, Configure External Client Access. Also der, ich meine, mit Service Pack 1 ist das neu dazugekommen an der Stelle, und was auf den ersten Blick erstmal cool klingt, aber dann doch nicht ganz so cool ist, ist hier noch ein Button Reset Client Access Virtual Directory. Ich habe schon viele Administratoren einschließlich mir erlebt, die haben irgendein Problem mit ihrem Exchange. Das Over startet irgendwie nicht mehr so richtig, oder ich sehe nur noch irgendwelche Frames statt meiner schönen bunten Bilder, und dann fange ich wo an? Im IIS. Im IIS fange ich dann an, Google zu bedienen, und dann gucke ich nach, ey, hier musst du noch die Berechtigung setzen, hier könntest du nochmal das Verzeichnis da ändern und hier gehst du nochmal dahin, und danach ist es noch kaputter. Ne? Da gibt es dann die Möglichkeit, die Virtual Directories auf Urzustand zurückzusetzen, was nicht immer gut ist, aber zumindest da an der Stelle hinzugekommen ist. Ne? Das gilt aber übrigens bei Exchange 2010 auch nicht wieder für komplett alle Verzeichnisse. Da gibt es noch so zwei, drei, die muss man noch per PowerShell setzen. Aber grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, tue ich das hier zumindest für das Autodiscover, für das EWS, für das ECP, für das OVA, für das ERS, habe ich ERS schon erwähnt. Genau, gibt aber noch so ein paar Sachen, wo ich es dann manuell noch per PowerShell setzen muss. Ne? Gut. Wen haben wir es? 19.07 Uhr. Wann sollte ich Pause machen? 6, 7, okay, haben wir noch. Joa. Das ist ein bisschen tricky. Habe ich mich neulich, Anfang des Jahres, ganz schön in die Nesseln gesetzt, weil ich mich, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen Protokollen von dem Client Access Server noch nicht so ganz auseinandergesetzt hatte. Und in dem Workshop, den ich da hatte, bei dem Systemhaus, saß auch jemand, der hat Exchange schon gemacht, als es noch kein Exchange gab. Und da habe ich mich zu der Aussage, er fragte dann so, wie sieht es denn jetzt mit dem Mailflow aus in Exchange Server 2013? Er hat sich ja grundlegend geändert. In Exchange 2010 war es einfach, es gab einen Hub-Transport-Server, der hatte zwei Empfangskonnektoren, den Default Receive Connector auf Port 25 und den Client Receive Connector auf Port 587. Genau, 587. Und es gab keinen Sendekonnektor, da habe ich einen angelegt, der Sendekonnektor sendet dann da draußen. Das hat sich so ein bisschen geändert durch dieses neue Konzept in Exchange Server 2013. Ist zwar grundsätzlich der Client Access Server mein Hub Transport Server Rolle wie in Exchange Server 2010, das heißt, der schlussendlich für Empfangen von Mails und auch für Senden von Mails zuständig, aber trotzdem gibt es noch, wenn ich die Rollen verteile, deswegen kann ich es hier nicht zeigen, weil ich nur eine Rolle habe, noch viele weitere Konnektoren, die die Mails dann zu dem Mailbox-Server weiterleiten. Und da gibt es so verschiedene Komponenten. Es gibt einen sogenannten Frontend-Transport-Service, das ist der Client-Access-Server. Der Client-Access-Server ist ja der, der Mails annimmt und Mails versendet, der nennt sich dann Frontend Transport Service. Der handelt komplett den ganzen Traffic inbound und outbound für den SMTP Traffic in der Organisation. Funktioniert als Proxy, wie ich es vorhin schon genannt habe. Führt die Protokollkonvertierung durch, also konvertiert MIME in ANSI oder in UTF oder sagt, mach aus Japan nicht Japan, mach RTF oder mach HTML-Mails und ähnliches. Der lauscht weiterhin, wie der Hub-Transport-Server in Exchange 2010 auf Port 25 und 587. Der hat aber noch weitere Konnektoren, die die Mails dann weiterleiten an den Client-Access-Server über ganz fiese Ports. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil ich den Server beide Rollen auf einer Maschine habe. Der verwendet dann Ports, die ich gerade nicht im Kopf habe, die ein bisschen tricky sein können. A, was die Auswertung von SMTP-Traffic angeht und B, Firewall. Wird kompliziert. Wenn ihr, sagen wir mal, einen Client-Access-Server an dem einen Standort habt und der Mailbox-Server steht am anderen Stand und der ist vielleicht zwar mit einer VPN-Verbindung verbunden, aber die haben eine Firewall dazwischen, muss man sicherstellen, dass bei dem neuen Exchange 2013 Mail-Konzept die entsprechenden Ports auch freigegeben und gesteuert werden. Und da gibt es ein paar kleine Besonderheiten an der Stelle. Hier bei unserem Exchange-Server 2013 ist das relativ unkritisch. Das sieht optisch erstmal so aus wie bei Exchange 2010, wo ist es? Mailflow. Hier habe ich einmal einen Receive-Connector,
Den habe ich Mail-Incoming genannt, also der hieß defaultmäßig anders, ich habe ihn nur umbenannt an der Stelle. Hier kann ich konfigurieren, ist er aktiviert, ausführliches Logging oder kein Logging, wie das bei Exchange 2010 war. Maximum Message Size ist 10 MB, Standardwert an der Stelle. Insider, Maximum Hop Count ist jetzt 60, ne? Wenn man mal ältere Exchange-Versionen anguckt, war das wesentlich weniger. Liegt daran, dass jetzt SMTP in alle Richtungen von allen Servern zu allen geht. Ich kann weiterhin Security konfigurieren, aber es bleibt bei einem Server, der beide Rollen auf der einen und derselben Maschine hat, bei einem Receive-Connector und bei einem oder zwei SMTP-Sendekonnektoren. Ne? Hier habe ich Mail Outgoing genannt, auch völlig unspektakulär. 10 MB maximale Nachrichtengröße, kann dann hier noch festlegen, soll es über einen Smart Host weitergeleitet werden oder soll er direkt MX Records im Internet nehmen und dann halt entsprechende Authentifizierung. Hätte ich die Rollen verteilt, Client Access Server auf der einen Maschine, Mailbox Server auf der anderen Maschine, hat komischerweise der Client Access Server zusätzlich zu dem einen Receive und zu dem einen Sendekonnektor noch mindestens 4 weitere Konnektoren, die die Verbindung zu dem Mailbox Server herstellen. Über ganz perverse Ports, die ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf habe, aber das war genau da bei dem Kunden das Problem. Ne? Ich sage, oh, ja, hier kein Problem, ne? Sendekonnektor, Receive-Konnektor und dann klicke ich in die GUI, wir hatten das verteilt auf mehrere Maschinen, die Installation, und auf einmal tauchten so 8 Konnektoren auf. Ne? Wofür sind denn die alle da? Ich so, oh, 8 Konnektoren, ne? Okay. Und dann habe ich mich dann so rausgeredet. Ne? Ich sage, ja, der macht dies und der macht das und der Typ war aber sehr fit, ne? Und habe eine Menge gelernt in dem Workshop und jetzt weiß ich auch, wie das mit den Konnektoren funktioniert, wenn sie auf vielen verschiedenen Servern liegen. Ne? Aber grundsätzlich so erstmal easy. Ne? Müsst ihr dann denken für die Firewall. Vielleicht eventuell Ports kann man natürlich auch drehen, aber ja, bei Microsoft standardmäßig was drehen ist dann vielleicht auch nicht immer toll. Ne? Oder? Ungemein, ja. Richtig, richtig. Jo, die Mailbox-Server-Rolle nochmal so zusammengefasst an der Stelle, ja, ist zuständig für die Exchange-Daten, Mailboxen und auch, werden wir später sehen, spätestens nach der Pause, wenn wir das große Thema Public Folders angucken für das Hosten der Public Folder, ich lasse extra den Begriff dahinter weg, für das Hosten der Public Folder. Merkt euch, dass ich nur gesagt habe Public Folder und nicht gesagt habe, was dahinter steckt an der Stelle. Nur der Client Access Server connectet sich direkt mit dem Mailbox Server, ganz wichtig, kein Protokoll connectet sich mehr direkt mit dem Mailbox Server, nur der Client Access Server tut's. Ja gut, und der weiß halt anhand der Informationen wie HomeMDB Attribut und ähnliches, weiß er halt, wo die Mailbox gerade liegt. Egal, ob ich ein DRG habe mit 16 Knoten und 27 Datenbanken, weiß der anhand des Active Directories und der Mailbox-Server-Rolle, wo gerade die aktive Datenbankkopie und damit auch die Mailbox des Users liegt an der Stelle. Jo, nicht wirklich ernst gemeint, aber dann doch schon ernst gemeint, aber nicht ganz so schlimm, wie es klingt. Der Microsoft Exchange IS ist weg. Den gab es seit Exchange Server 4.0. Microsoft Exchange Information Store, MS Exchange IS.exe, war immer der Speichertreiber, der die Steuerung zwischen den Mailboxen und meinen Public Foldern durchgeführt hat. Das hat Microsoft jetzt etwas aufgehoben. Es gibt den MS Exchange IS nicht mehr, das heißt jetzt Managed Store. Managed Store ist einfach nur eine andere Implementierung. Wenn man sich die Dienste anguckt, heißt es zwar weiterhin Microsoft Exchange Informationsspeicher, aber es ist darunter ein anderer Dienst, eine andere Komponente hinter, die weiterhin die gleiche Datenbanktechnik hat. Also wir haben weiter ESE-Technik, also nichts wie das mal geplant war, irgendwann mal mit SQL oder ähnliches, weiterhin Extensible Storage Engine an der Stelle dahinter, die Funktionalität, wie der Zugriff auf den Mailbox Store, sprich auf die Mailboxen erfolgt, ist etwas anders. Es gibt einen aus meiner Sicht super vorteilhaften Punkt. Es gibt einen Prozess pro Datenbank. Der MS Exchange IS war früher für die Steuerung sämtlicher Datenbanken auf dem entsprechenden Mailbox-Server verantwortlich. Machte der die Grätsche oder ich habe ihn beendet oder gestartet, wie auch immer, hat das komplett alles in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt gibt es einen eigenen Prozess, einen eigenen Worker-Thread, einen eigenen Prozess pro Exchange-Datenbank auf dem Server und ich kann es separat steuern. Sprich, wenn eine Prozess mal wegkillt, killt es halt nur die Datenbank vom Chef weg in der Regel, ne? Oder von den wichtigsten Leuten an der Stelle. Das ist technisch gesehen eine Änderung, wird man als Administrator relativ wenig von mitbekommen. Die User
bekommen sowieso nicht mit an der Stelle. Ne? An der Stelle. Ja. Und alles ist viel schneller geworden. Diese Folie ist total geil. Ich hoffe, die kommt jetzt schon. Ich weiß nicht, wo sind wir bei Exchange 2015, was jetzt übrigens gerade in der Alpha-Phase ist. Ne? IOPS-Reduzierung. IOs per second. Also es gibt Kalkulationspapiere bei Microsoft, wo drin steht, ein User mit 75 Mails am Tag, 70 senden, 50 empfangen, braucht so und so viele IOPS, also IO Operations per Second. Eine Festplatte hat zum Beispiel 500 IOPS, wenn der User 500 braucht, braucht er quasi eine Festplatte. So rein leistungstechnisch für sich, habe ich 1000 User, brauche ich halt 1000 Festplatten. Bei Exchange 2003 brauchte man halt noch viele IOPS, um diese ganzen Anfragen zu bedienen. Mit Exchange 2007 hatte ich vorhin in der einen Folie gezeigt, haben sie gesagt, drastische IOPS-Reduzierung. Also ich brauche weniger Festplatten, um mehr User-Anfragen gleichzeitig zu bedienen. Mit Exchange 2010, Werbetrommel von Microsoft hat es richtig weit verbreitet, hat sich die IOPS-Geschichte nochmal so um zwei Drittel reduziert. Ich kann hier fing es an, dass ich SATA-Festplatten betreiben kann. Das sind keine teuren SSD-Festplatten oder Fiber-Channel-Platten sein. Hier sind sie weiterhin bei SATA-Festplatten, aber die müssen jetzt nicht mehr 24x7 sein, weil ich habe ja sowieso ein DRG, dann fallen halt ein paar aus und wenn es gelb leuchtet, tausche ich die Festplatte und das RAID rebildet sich dann automatisch. Bei Exchange Server 2013 haben wir nochmal eine drastische Reduzierung der IOPS, somit im Vergleich von Exchange 2003 zu Exchange 2013 97%. Insider berichten, dass mit Exchange 2015 keine IOPS mehr benötigt werden. Das ist ja cool, dann kann ich ja alles wieder auf 300 Service Games sprechen. Richtig. Nee, das ist anders, da ist die Mail dann schon auf der Festplatte, bevor sie überhaupt gesendet wird. Richtig, das ist wie Lucky Luke, der schneller als sein Schatten schießt. Ne? Gut, ist jetzt sicherlich übertrieben, aber was mache ich, wenn ich heutzutage einen Server baue in einem normalen mittelständischen Umfeld, wo, weiß ich nicht, wo wir euch zusammenfindet, wenn ich bei Kunden bin, die haben ein paar hundert, vielleicht haben sie ein paar tausend Mailboxen, das kann ein Exchange-Server. Was kauft man? Man kauft vernünftige Hardware. Ne? Die vernünftige Hardware hat entweder lokal vernünftig angeschlossene Festplatten oder sie haben eine vernünftige SAN dahinter. Das heißt, in mittelständischen Umgebungen oder vielleicht etwas größeren Umgebungen interessiert das den Administrator vielleicht relativ wenig. Interessant wird sowas natürlich bei Hosting-Szenarien. Oder ne, wo es jetzt hingeht, Cloud, interne Cloud, Private Cloud. Ne? Holger baut sich hier ein kleines Rechenzentrum rein, hostet dann Exchange für 5000 Kunden. Dann wird sowas interessant, IOPS-Reduzierung. Aber grundsätzlich nimmt es einfach mit, es hat sich wieder drastisch reduziert an der Stelle. Jetzt kann ich mit ganz wenigen Festplatten, die auch langsam drehen können, es müssen keine 15K-Festplatten sein, keine 12 oder 10 oder was immer es auch gibt, können langsame Platten sein und können trotzdem viele User mit abfackeln. Ne? Gut, das musste ich unbedingt zeigen, das fand ich cool. Ne? So 97% Reduktion ne, mit 2015 ist dann. Aber ja, das ist am Smartphone nicht. Ja, das geht schon länger. Ja. Aber nur mit Android. Nur mit Android, genau. Das erklärt dann aber auch, warum man für Postfachspeicher inzwischen einfach nichts mehr bezahlen. Ja, der technische andere Punkt ist ja noch. Guter Hinweis, danke für den Hinweis. Wie groß war der durchschnittliche Exchange 2003 Mailbox? Keine Ahnung, 200 MB? 100, 150. Dann kam Rudi, Chef der Firma. Ich hab mein Mailbox ist voll, ich brauche mehr Platz. Dann hast du da gesessen als Administrator. Also, 300 MB. 400? Gehen wir im 400. Ne? Exchange 2007, ich habe die Zahlen ja sicherlich fiktiv. Ne? 2 GB großes Postfach, Standard Postfachgröße. Weil halt billigere Platten, billiger Speicher. Exchange 2010, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GB groß hier. Die Zahl habe ich aktuell im Kopf. 100 GB große Postfächer. Ist kein Problem. Weil IOPS-Reduzierung, billige Platten, 3 Terabyte Brote kaufen, davon 500 Stück in meinen Rack schrauben. RAID brauche ich auch nicht zwingen, weil ich habe ja DAG. Ne? Das ist die Idee dahinter. Ob sich das dann jemals wiederherstellen lässt, ist noch eine andere Frage. Ne? Ihr habt 100 User, jeder hat ein 200 GB großes Postfach und es geht die ganze Datenbank kaputt. Mein DRG hat genau in dem Moment, wo es funktionieren sollte, nicht funktioniert. Ne? Und dann musst du mal eben 20 Terabyte Daten zurückspielen. Ne? Also Tape Library. Aber technisch gesehen, das ist die Idee in der IOPS-Reduzierung, ist halt große Postfächer. Wie Holger schon sagt, ich weiß nicht, wie ist bei Office 365, wie viel hast du da? 25 Gig.
Gibt auch größer, glaube ich, ne? Irgendwie. Das Archiv, was war sehr unlimitiert. Das ist ja Datenmengen, da kannst du ja wirklich die Netze letzten 10 Jahre anspeichern. Ja. Außer du kriegst wirklich immer 200 Megabyte, was du willst. Ja. Der Punkt ist, du brauchst ihn aufzuräumen. Ich war automatisch, auch weil die Polizei ist den Tweet-Text, also als ob der Elsatz war, da nicht von mir sowieso aus dem Kollegen und wir haben eine schöne Bemerkung dann auch gar nicht. Na gut, das ist mal die Frage, was man dann. Oh, ich hatte da schon Antworten lassen. Ja, aber ich meine, ich muss die ganze Scheiße auch wegsichern und auch da rausschauen, falls die Kollegen nicht eingestellt werden, ausgestellt werden, wo bleibt die Bude abfackeln. Ich meine, dann wird ja von mir erwartet, dass ich den Sicherungsbänder dann jetzt halt wieder herstelle. Dann willst du denn diese Menge von welchen Medien immer wieder herstellen? Das funktioniert doch einfach nicht. Ja. Ich glaube, ich muss verrecken. Ist das fällig, wenn die Daten, Internet-Daten noch komprimieren, standardmäßig? Ja, allerdings gibt es kein Single-Instance-Storage mehr. Ne? Also SIS ist weg. Haben sie auch in einem Blog-Eintrag vom Exchange-Team, haben sie sich lange drüber geäußert, das ging eigentlich hier schon los, ne, dass dieses klassische echte SIS, Single Instance Storage innerhalb der Datenbank, dass das irgendwo wegfällt. Ne. Bei alten Exchange-Versionen 2007 und 2003 gab es, also bei 2007 noch 2003 auch, gab es Single Instance Storage. Das gab es mal ja. Exchange 5, ja, richtig, genau. Richtig. Da gab es ja dann vorher noch die Trennung zwischen der SDM und der EDB. Ne. Also sprich, Single Instance Storage hieß, früher mal war cool, ne, ich schicke ein YouTube-Video an 500 Leute, die 500 MB YouTube-Video werden einmal in der Datenbank gespeichert, für die anderen 499 User wird ein Pointer gesetzt in der Datenbank. Ist ja technisch, datenbanktechnisch wahrscheinlich kein Thema an der Stelle, wie Holger bestätigen kann. An der Stelle mit Exchange 2010 ist dieses SIS eigentlich technisch gesehen weggefallen. Ne? Heißt natürlich auch für Migrationsszenarien von hier nach da, heißt, wird größer. Ne? Weil sie haben aber gesagt, dadurch, dass ich IOPS-Reduzierung habe, habe ich ja wesentlich mehr Leistung bei wesentlich weniger Einsatz. Warum muss ich dann noch diesen technischen großen Aufwand betreiben, um Single Instance Storage zu betreiben. Hier bei Exchange war das 2003 auch noch. Hatte 2003 noch STM und EDB? Ja, ne? Oder war das nur 2000? Ja. STM und EDB war ja auch noch. Bei Exchange 2003 hat man sogar den Aufwand gemacht, dass man quasi zwei Datenbank-Files pro Datenbank hatte. Ne? Es gab eine EDB-Datei, also für die Exchange Database Engine, wo halt die primären nativen BAPI-Inhalte drin waren. Und es gab noch eine STM-Datei für alles, was quasi so an Streaming und Co. dann war, das ist halt komplett weggefallen. Ne? Ja. Gut, ich bin mir auch nicht sicher, aber 2000 noch? Dann war es bis 5.5. Dann war es bis Exchange 5.5. Bis Exchange 5.5 hatten sie EDB und SDM. Hat sie immer zwei Dateien und hat sich immer gewundert, warum die SDM-Datei größer ist als die EDB. Gut, aber grundsätzlich, egal, es ist halt, man sieht eine Evolution halt in die Richtung. Ne? Ob ihr dem mit Folge leistet, ist noch eine andere Frage. Sprich nichts dagegen, weiterhin hier 2 GB Postfachgröße. Man schreibt billigen Speicher, ne? 100 User mal 2 GB, vielleicht verteilt auf 2-3 Datenbanken, kann ich auch recht schnell wieder herstellen. Ne? Technisch geht es aber wesentlich einfacher und besser und denk mal primär für sehr, sehr große Firmen gedacht oder so für Hosting-Szenarien. Nur wie meinem Kumpel Dieter Rauscher, der arbeitet bei zum Joint-Venture-Firma in der Nähe von München, darüber berichten darf ich, weil er das immer jedem sagt, der nicht fragt. Die haben irgendwie 20 Mitarbeiter, die haben aber 8 Domain-Controller, 4 Exchange-Server, alles, was es so gibt, dreifach, vierfach, fünffach und sechsfach. Da haben die User Postfachgrößen so bei alten, weil wir reden von dem System, so zwischen 20 und 50 GB. Postfachgrößen, weil die müssen alles archivieren der letzten 15 Jahre. Ne? Wundern sich dann, wenn sie ihr Outlook hochfahren im Cache-Mode, ne, dass auf einmal eine 50 GB große USD-Datei zu Performance-Problemen auf dem Notebook führt. Ne? An der Stelle. Für den ist das cool. Ne? Dieter macht jetzt wahrscheinlich Exchange 2013 Migration und macht dann 50 GB große Postfächer als Minimum irgendwo. Ne? Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt eine kleine Pause, bevor wir uns dann das da angucken. Ne? Das heißt, nach der Pause möchte ich euch nochmal das Thema Public Folder zeigen. Sehr, sehr geil, genial gelöst. Auch ein Zeichen dafür, dass sie noch nicht tot sind und auch nicht tot sein werden in den nächsten Jahren. Und wenn wir das Thema durch haben, gucken wir uns nochmal die Migration an. Wie kann ich migrieren auf das weltbeste Mail-System von Microsoft zurzeit? Gut, Pause, Viertelstunde.